Herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir sind hier beim Finalboss von Mario und Rabbids Sparks of Hope im gesamten Game. Okay, nein. Natürlich eine Lüge. Wir sind hier am Leuchtturm. Und sofort beginnt auch dieser... Das Licht der Sonne. Onkel, mehr kann ich leider nicht für euch tun. Ich kann nicht so gut kämpfen wie ihr. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wie, ich kann dich nicht einnehmen als Kampfmitglied? Oha. Okay, gehen wir mal rein. Ich stell mal vor, der Leuchtturm ist so 10 Kilometer riesig. Ja, natürlich ist er so groß. Natürlich. Habe ich gerade extra gemacht, dass ich die ganze Zeit gespammt habe. So, es könnte, glaube ich, der Final Boss wirklich jetzt kommen. Endboss der Welt. Es würde sich anbieten, weil Leuchtturm war unser Ziel und wir sind im Leuchtturm schon... Du bist gefeuert. Ihr könnt mich nicht feuern. Ich lasse mich selber. Okay, nee. Ja, neue Gegner sehe ich gerade. Ich bin so froh, wenn ihr hier seid, wenn ihr dieses Schlacht... Wenn kann ich euch mit euch allen anschließen und für immer ich meine hier verschwinden. Braucht ihr aber Feuerknechte, ihr Feuer zu weg, kann mehrere Helden und Flammen setzen. Wenn sie zu nahe beieinander stehen, zwingt ihr euch dazu, euch zu verlieren. Wenn ihr mit jemandem in Kontakt redet, werdet ihr brennen. Fängt euch Feuer, sieh nicht wie es, nein. Das heißt, die haben jetzt auch Special-Effekte. Okay, aber ich muss Luigi austauschen, muss ich ehrlich sagen. Kann ich irgendwie mein Team heilen? Ich hasse das, aber komm. Ist mir jetzt egal. Und ja, weißt du was? Ist es halt so jetzt. Ach stimmt, warte mal, was ist mit Schwierigkeit? Plus, wo ist mein Plus? Ah hier! Für eine intensive Herausforderung, Gegner sind zäh und fügen mehr Schaden zu. Die Verwaltung deiner Helden bleibt ganz dir überlassen. Aber ich spiele gerade wirklich auf den höchsten. Was heißt das? Gegner können von Schellen gar aus. Okay, ich war ein bisschen verwirrt, Leute, deswegen muss ich gerade mal ein bisschen schauen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das auch ein bisschen anpassen. Obwohl ich schon gerne so auf Hardcore spielen will. Aber es dauert natürlich auch viel länger. Na gut, jetzt, dass das jetzt wieder hier abgespielt ist, naja. Naja, ich überlege. Ich überlege mal, ob ich es ein bisschen anpasse. Ja, ich bin gefeuert zum dritten Mal. Okay, dann feuer mich halt. Ich werde dich gleich feuern. Ich werde dich beim Mann machen. Dann bist du weg, okay? Dann hältst du auch deine Schnuss. Ja, Aquamira, Aqua, keine Ahnung, wie du heißt. Ist mir aber jetzt auch langsam egal. Life. So. Na, ich vergesse wieder was. Hab die Shotgun vergessen. Ich hätte die Teambarriere wieder als Anfang machen sollen. Oh Gott, ich verkacke hier schon wieder alles. Yeah.
Aha, du kleiner Honk. Ja, was musst du denn da lachen? Du hast gerade deinen eigenen Kollegen umgebracht. Hin und zurück, oder? Stimmt, aber mit denen kann ich jetzt nicht Rasereien. Nee, ganz ehrlich, dann töte ich über den da oben. Muss ich sagen. Und... lass das erstmal so. Weil das sind jetzt nochmal 400 oder 500 Schaden, die ich einfach nicht kriege. Das ist scheiße gut. So, jetzt was meine Frage ist, muss ich ehrlich sagen. Kriege ich jetzt immer Feuereffekt, wenn ich jetzt von denen getroffen werde? Oder ist es halt einfach so... nur weil ich den höchsten Schwierigkeitsgrad aller Zeiten habe. Na, aber ich werde noch mal ein bisschen umstellen, eventuell, den Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, so ist es doch noch ein bisschen zu krass. Also einfach sage, okay, wir kriegen ein paar Leben zurück. Gegner sind schwer, also machen einfach schwer Schaden und so alles und fertig. Den geben wir hier den Schaden. Ah, stimmt, hab verkackt. Ja, okay, was ich da jetzt mache, weiß ich jetzt nicht. Was ich halt weiß, dass ich hier gerne den so machen will. Und hier weiß ich halt echt nicht. Ich könnte mir das Shotgun gerne da hochballern, aber da wird Peach wirklich... oh, gerade zeitlich zu schaffen. Gerade zeitlich so. Dann können wir das hier gerne beide bei denen machen. Ja, der hat halt Grip leider. So, jetzt ein bisschen. Ich glaube, die machen Eckmafeuer-Effekt, habe ich das Gefühl. Und der Schwierigkeitsgrad ist wirklich, glaube ich, ein bisschen schwerer, als ich dachte. Gerade für einen Anfänger wie ich, der das Game noch nie gespielt hat. Oder gerade erst anfängt, sagen wir mal so, wie es ist. Den machen wir so weg. Okay, ja, Peach, geh mal weg. Machen wir einfach Runde überspringen ganz schnell. Soll mir jetzt eigentlich ein bisschen egal sein. Machen wir das wieder. Genau. Und so viel Leben hat er noch. Nicht mehr viel, das könnte ich auch schaffen gleich. Mhm. Ah ja, stimmt, ich habe wieder vergessen. Ah, ich habe wieder vergessen, dass ich keine Bewegung mehr habe dann. So, jetzt töte ich den mit der Shotgun. Und jetzt habe ich es geschafft. Boah.
Schwierigkeitsgrad muss ich nochmal irgendwie ein bisschen, wirklich ein bisschen nachschauen nochmal. Ob ich einfach sage, ich mache angepasst, dass ich ein bisschen Leben zurückbekomme nach dem Kampf. Und... okay, so. Und ja. Oh, Rätsel. So, genau. Jetzt öffnet er das hier. Da hinten ist nichts. Aber ich finde die Deko auch hier sehr schön, muss ich sagen. Es hat was. So, hoch hier. Ja. Nein, ich wollte extra nicht gegen den kämpfen. Ich wollte extra nicht gegen diesen Dude kämpfen. Ah. Kann ich irgendwie auch entfliehen? Okay, vielleicht will ich gar nicht fliehen. Was heißt B? Fliehen. Ah. Ich fliehe. Ist gerade besser. Oh, lauf! Rebella, lauf! Oh, na gut. Ich hab getroffen. Okay, das hat mich gewundert. Und wie groß ist dieser Leuchtturm? Das ist nicht mehr normal. Digga, das ist größt. Das ist ja nicht mehr in Miniatur. Oh, wir sind an der Spitze angelangt. Guck mal, was Holle. Trimpulzier über den Finster-Zeit-Tentakel. Stufe 7. Wir sind Stufe 7. Ein Licht in der Finsternis. Ab geht's in den Boss. Das wird nice. Ich bin so gespannt, wer der Boss sein wird. Ein Licht in der Finsterzeit. Zerstöre Finsterzeitaugen. Ein paar. Haben wir Bonbons? Oder sind da... oh, Bonbons, ja. Ey, was bist du für ein Grützen-Slime? Toxic-Haker. Bitte, ihr müsst diesen Kampf gewinnen. Wenn ihr das nicht schafft, kann ich euch nicht mit euch fort. Arm Spark, wir werden dir die Freiheit erkämpfen, selbst wenn es mehrere Anläufe braucht. Das nenne ich mal ein Schlachtfeld. Da sagst du es, Bibo. Wenn ihr die Finsterzeit-Augen auf den Holz... und zerstört wird das Feuer entfacht. Aha, und da die Finsterzeitdimension mit unserer Welt verbunden ist, wird zugleich der Leuchtturm auf Strahlestrand wieder entfacht. Okay, bevor wir das machen, wir müssen ganz schnell Rabbit Peach austauschen. Und zwar gegen den Mario. Und ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich nehme auch mal Rebella raus. Und ich sollte mal Flash Rabbit Peach noch einen Spark hinzufügen. Nur ich finde diese Ladesequenzen irgendwie ein bisschen lästig. Man kriegt halt Peach ein bisschen, naja, Nässe. Ist okay. Weil das war mein Plan. Gebe ich ganz ehrlich zu. Oh ja, schon habe ich was vergessen. Okay, dann töte mich mal den ersten. All-Star-Talent, Mario.
Mit Shotgun, die natürlich geil ist. Die sind neutral. Die Knechte sind neutral. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob das hilft. Aber wenn nicht, dann weiß ich, okay, das hilft auf keinen Fall. Doch, es hilft auch, wenn die keinen richtigen Effekt dagegen haben oder so Immunität. Ach. Dann zerstöre ich mal die zwei. Ja, dann mache ich auch die Heldensicht. Ja, All-Star-Talent Mario. Ja, nee, das ist ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Okay, der wird safe angreifen. Ja, aber der ist mit einem Dash tot. Und das war dumm von ihm. Der wird Peach eh treffen, das war klar. Okay, aber wir gehen ein bisschen weiter. Wir überqueren das Spielfeld. Nur den einen leider, okay. So machen wir das mal so. Oh, da habe ich gerade Feuergegner. Oh, scheiße, die habe ich gar nicht bemerkt. Oh, jetzt. Oh, scheiße. Da kann ich weg. Okay. Ich hoffe, du kommst hier noch rüber irgendwie. Cancel in Reichweite, leider sad. Frage ist, treffe ich jetzt auch Mario mit? Nein, okay, das wird also nicht gezählt. Weil das hatte ich eher gefragt. Gegenschlag würde ich echt gerne aktivieren. Na, ich würde erstmal nichts weiteres machen. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich Feuer-Damage bekomme. Was vielleicht nicht mal so verkehrt ist, weil ich mich dann nach vorne kämpfe. Das war gut. Hinten spawnen Gegner, war irgendwie klar, muss ich zu erwarten. Ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt machen will. Entweder renne ich wirklich durch oder halt nicht. Und das ist halt so ein Ding. Weil ich glaube, ich in der nächsten Runde das alles gewinnen könnte. Wenn ich mal so sehe. Ja, ich könnte in der nächsten Runde das gewinnen. Und es ist also kein Bosskampf, so in der Art, wie ich den halt kenne. Ist okay. Und einfach nur zur Sicherheit aktivieren wir das Schutzschild. Doch seitdem ich diesen schweren Modus habe, komme ich auch viel, viel mehr besser rein. Man sieht, die Kämpfe dauern auch nicht mehr so lange. Und alles. Ja, dann muss ich halt jetzt machen einfach. Im nächsten Runde haben wir es geschafft. Bei allem Schutzschild, das heißt, selbst wenn ich jetzt Feuer bekomme, was sogar Unempfindlichkeit ist, weil ich Schutzschild habe, ist es mir eigentlich relativ egal. Er wird wahrscheinlich dennoch Feuer bekommen, wenn ich ihn so sehe. Aber kriegt aber nicht mal einen Feuereffekt, okay. Das heißt, es ist auch auf Hardcore, es ist nicht immer Feuer sofort.
Oh, es kommen zwei Gegner raus, ne? Oder ein dritter? Oder ein dritter? Ja, okay, aber ganz ehrlich. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, weil wir es geschafft haben. Wir haben es geschafft, Leute. Und Rabbit Mario tanzt zur Musik. Gereinigter Finsterkristall aufgehoben. Na, wie und bekommen wir auch jetzt ein neues Level? Ah, jetzt bekommen wir auch Leben. Warte mal, wir haben Leben bekommen. Habe ich das jetzt irgendwie doch bekommen? Ach, keine Ahnung. Ich schaue mich mal ein bisschen offcam rum, Leute. Das heißt, eventuell habe ich im nächsten Part ein paar andere Einstellungen. Zum Beispiel, dass ich weniger, also ich ein bisschen Leben zurückbekomme und so. Aber das werden wir sehen. Alles erscheint in seiner Sonne. Wie kannst du nur so hoch springen? Du machst Beintraining, hä? Ich bin total erfeuert, weil die Sonne zurück ist und über die Strahlestrand wieder scheint. Baby, naja, so viel als ihr. Ein paar Fensterzeitpfützen hinterlassen. Ja, ich hätte euch sagen sollen, es geht um Misera. Und ihre Handlanger, die Spike-Regeln, die war schon immer bei mir, bevor ihr gekommen seid. Die haben gesagt, dass sie uns aus allen Pizzasauce machen, wenn ich nie alle Sparks heraus an die Gemeinde fort, wohl dann nicht ihre. Dann werden wir jeden Spark retten, den wir finden können, wo auch immer. Die Spark-Jägerinnen werden das Nachsehen haben. Seid vorsichtig, es sind mindestens drei und sie sind echt gefährlich. Wenn sie herausfindet, dass ihr was von mir wisst. Dann bekommen sie es mit uns allen zu tun, denn obwohl wir genug gereinigte Finsterzeitenergie haben, um nach Flockenbrocken zu reisen, führen diese Warp-Tunnel in beide Richtungen. Wir können also jederzeit zurückkommen, falls du uns brauchst. Wo ich herkomme, gibt das Wort Kolovaka. Es heißt wohl Familie, ihr seid meine Kolovaka. Aber was wollte, okay, das heißt Flockenbrocken ist die nächste Mission. Oder nächste Welt, kann man sagen. Glückwunsch, du hast alle Aufgaben an diesem Planeten abgeschlossen. Da sind neue Aufgaben freigeschaltet. Du kannst jetzt auch mit Kindern zum Raum stehen und zum neuen Planeten, ist ja klar. Hauptmission, alle fertig. Stimmt, die Schattenröhre, da war ja was. Aber ich weiß nicht, was die Schattenröhre bringt. Jetzt sind natürlich hier so ein paar Symbole aufgescheint. Ja, okay. Du kannst ja eine Zweige auf. Okay. Also diese kann ich gerne mitnehmen. Ja, ja, neue von mir. Oh mein Gott, wie das hier schon alles so schön leuchtet, Leute. Es leuchtet alles so schön. Es ist die Sonne ist wieder da. Das finden wir doch sehr schön. Ach ja. Kann man jetzt erstmal schön gemütlich baden gehen. Und mal ganz kurz, bevor ich hier irgendwas mache. Ist besser. Ich glaube, wir haben jetzt 6 Sparks, müssten wir haben. Und den werde ich erst im nächsten Part anfangen, würde ich sagen, Leute. Denn ich glaube, ich will uns ja noch ein bisschen zum Shop gehen. Den Schlüssel holen. Denn wir müssen eh, glaube ich, wahrscheinlich letztendlich alles holen, glaube ich. Weil, ja. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir den Schlüssel natürlich verwenden sollen. Das heißt, dieses Secret können wir uns jetzt endlich auflösen. Wenn ich gerade mal wüsste, wo das Haus ist mit der verschlossenen Tür.
Ist das sogar hier? Ja. Ist das hier gewesen? War das das Haus? Ja, wirklich? Nein. Ah, doch. Ach nein. Ihr seid verloren, verloren, verloren. Keine Gutscheine. Ihr seid verloren, wenn ihr statt Madame Brastella die Missionsdrift-Touren einen anderen Portalkette wählt. Wenn das Abenteuer ihr sucht, erwartet euch jenseits des Portals kolossale Kämpfer. Wählt euer Team mit Bedacht. Ach, guck mal. Das ist hier einfach. Naja, wie sollen wir sagen, Madame Brella? Aus Marion Rivets. Ja. Kim im Battle. Das ist ja, dass ihr im Dimensionsdrift einer anderen Kampfexpedition teilnehmen möchtet. Ich hafte nicht viel für die Folgen. Ihr seid verloren. Okay, Schild. Schild. Okay, dann machen wir schon hier an dieser Stelle Stopp. Wir werden noch ein bisschen im Skilltree wahrscheinlich gleich schauen nochmal. Obwohl, das mache ich einfach, wenn wir kämpfen. Ist besser. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, diesen finalen Boss oder, naja, den Final Boss des Strahlestrands, jetzt danach geht es jetzt in den nächsten Part ab in Flockenbrocken. Da bin ich sehr gespannt, weil eine Winterwelt. Mit dieser Detailauflösung will ich sehen. Bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao.